Ja. Jetzt nimmt das Ganze seinen Lauf. Short steps, deep breath. Everything is all right. Chin up, I can't step into the spotlight. She said, I'm sad, somehow without any words. I just stood there, searching for an answer. When this world is no more, the moon is all we'll see. I'll ask you to fly away with me until the stars all fall down, they empty from the sky. But I don't mind if you're with me, then everything's all right. Why do my words always lose their meaning? Such a rift between them. He said, I can't really seem to read you. I just stood there, never know what I should do. When this world is no more, the moon is all. Ja, ich musste in der Zwischensequenz jetzt einfach mal die Klappe halten. Weil ich es nicht verderben wollte. Und da sind wir jetzt in einer alternativen Erinnerung, einer künstlichen. Er hat es also wohl wirklich geschafft, was? Du klingst überrascht. Was ist aus? Wir machen jeden Kunden glücklich, denn wir sind einfach der Wahnsinn geworden. Das hier ist kein Erfolg. Ach komm, freu dich doch. Wir sind hier bei der NASA. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Lass uns wenigstens ein bisschen herumschauen. Jo. Genau, immer noch im roten Bereich. Hier gibt es nichts Neues. Und wir müssen wieder Memory-Fragmente sammeln. Bitte warten Sie hier. Es wird gleich jemand kommen, der Sie herumführt. Himmel, da mag aber jemand seinen Rucksack. To the Moon. Die Geschichte eines Versagers, der Astronaut werden wollte. Ein Roman von Joey Wiles. Eines Versagers? Ich kann nicht glauben, dass sich dieser Quatsch verkauft hat. Wir sind ja nicht in der wirklichen Welt, Neil.
Wir haben sie nicht, dieses ganze Theater, nur wegen eines Mädchens. Ich wusste, dass du das jetzt sagen würdest, Neil. Wir haben sie nicht, dieses ganze Theater, nur wegen eines Mädchens. Na endlich, schön, dass du wieder da bist. Ja. Wir haben nicht die Zeit, ihn einfach nur anzustarren. Ja, jetzt zum wir in einer künstlichen Erinnerung nach Erinnerungsfragmenten suchen. Vier Memory Links. Gut. Liegt es an mir oder ist dieser Aufzug innen kleiner als außen? Ach, hier waren wir gerade. Das ist 1F. Gut, dann müssen wir uns jetzt die anderen Stockwerke ansehen. Sag mal, was meinst du, war die Mondlandung im letzten Jahrhundert wirklich? Fang nicht damit an, nee, fang gar nicht erst an. Okay. Oh, eine Kompressionskammer. Oder ist das eine Schwerelosigkeitskammer? Das ist das Missionskontrollzentrum. Ja, Houston, wir haben ein Problem. Im Moment passiert hier nicht viel, aber eines Tages werden sie es in Aktion erleben. Ich habe es beinahe erwartet, dass Zordon auf dem Bildschirm. Ich habe beinahe erwartet, dass Zordon auf dem Bildschirm auftaucht. Hm, hier nicht. Was? Lass uns gehen. Im Moment passiert hier nicht wirklich viel, okay? Also nächste Station. Ich hoffe, bei der echten Nase haben sie größere Aufzüge. Ja, unser Freund der Beschleunigungsapparillo. Ja, genau, die Zentrifuge. Das ist die Zentrifuge. Wenn sie Glück haben, werden sie eines Tages lernen, sie zu hassen. Ah, genau, das Schleuderdings. Hier auch nicht. Wovon redest du? Komm, wir haben nicht mehr lang. Wobei ich ehrlich zugeben muss, ich würde auch gerne bei so einem Ding drin sitzen. Aber bitte mit nüchternem Magen und Magentabletten vorher. Weil ich glaube, von dem Ding könnte einem richtig schön schlecht werden. Ihre Werte sind hervorragend, aber trotzdem müssen wir Ihren Zustand in den kommenden Sitzungen genau überwachen. Gehen Sie im anderen Raum, erwartet man Sie schon. Jo. Letzte Station. Am Shuttle wird zurzeit mit Hochdruck gearbeitet. Wir können es im Moment nur von hier aus ansehen. Hm, das ist nicht gut. Vielleicht haben wir doch etwas übersehen. Du musst wirklich mal an deiner Kommunikationsfähigkeit arbeiten. Wow, das kannst du laut sagen. Weißt du, was am eindrucksvollsten ist? Was? Das Stück ganz oben und das untere Ende vom Shuttle. Da muss ich dir zustimmen. Oh, wie ich die armen Seelen mir mitleide, die diese Details nicht ansehen können. In der Tat, besonders die Nase da oben. Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, wird es wohl nicht mehr so wie jetzt aussehen. Ja, jetzt ist die einzige Gelegenheit. Toll, und wir sehen es nicht. So, wir haben die vier Fragmentteile. Das heißt, wir können wieder nach 1F. Und durch die Tür. Ich frage mich, ob die echte Nase wirklich so aussieht. Wahrscheinlich nicht, dies ist ein Konstrukt aus Johnnys Fantasie. Ah ja,
Wikifakten vergleichst du mit seinen Hirngespinsten. Trotzdem merkwürdig, Vögel zu hören, aber keine zu sehen. Sorry, Neil. Ich dachte wirklich, wir hätten eine gute Chance. Was? Und hier ist der Pausenraum. Das ist David, der ist unser Missionsspezialist. Freut mich, Sie kennenzulernen. Zumindest hat er es in die Nase geschafft, so wie es aussieht. Meister, er hat bis zum Ende durchgehalten. Selbst wenn es braucht mehr als das, um Astronaut zu werden. Dann lass uns schnell den letzten Memory Link finden. Ich würde ungern das Finale verpassen. Was ist los? Ist es schon zu spät? Ich weiß es nicht. Ah, und hier ist unser anderer Neuzugang. River, richtig? Schön, Sie dabei zu haben. Hallo, ich bin John. Puh. Ich dachte schon, Sie wären nicht... Was zum... Eva? Du hast sie doch gelöscht. Nein, wie ich schon sagte, ich habe sie nur verschoben. Was sie mit ihrem Leben anfängt, ist ihre Sache. Aber diese Welt besteht aus öffentlichen Daten und Johnnys Fantasie. Und weil Rivers persönliche Daten nicht Teil der öffentlichen Quellen sind, kommt das hier alles von Johnny. Trotzdem gab es nur eine gewisse Chance. Wie konntest du dir sicher sein, dass es funktionieren würde? Ich war nicht sicher. Das hätte ganz schön schief gehen können, ist dir das klar? Du warst noch nie sehr risikofreudig, Neil. Einigen wir uns einfach darauf, dass diese Runde an mich geht. Wir haben noch zwei weitere Helme, oder? Ich glaube, Johnny würde sich über ein bisschen Gesellschaft freuen. Wie es scheint, hat er es selbst geschrieben. Ganz schön eintönig, wenn du mich fragst. Wie heißt es? To the Moon. Das ist ein schöner Titel. Ja, aus Für River wurde To the Moon. Ah, da seid ihr ja. Ihr zwei solltet euch ausruhen. Morgen ist der große Tag.
Ich will auch Astronaut werden, Dad. Eines Tages, mein Sohn, wirst du das vielleicht. Pa. Hättest du gedacht, dass sie es schaffen würden? Ha, du etwa? Nein. So wie sie ist, hätte ich nicht für möglich gehalten, dass sie es schafft. Aber da lag ich wohl falsch. Umso besser, oder? Ja, ich freue mich für sie. Ich bin froh, dass sie es geschafft haben. Du hättest ihn sehen sollen, als wir noch zusammen zur Schule gingen. Ich schwöre dir, er hat sich keine Ruhe gegönnt. Er hat es immer und immer weiter versucht, als gäbe es für ihn nur dieses eine Lebensziel. Diese Bursche ist unglaublich, er hat einfach nie aufgegeben. Weißt du, das ist mein Bruder da in diesem Shuttle. Wow. Ja, yeah, ich habe darüber mein Buch geschrieben. Allerdings mit einer weniger optimistischen Ende, hä? Da muss ich jetzt wohl nochmal ran. Sieht so aus, als müsste ich meinen Roman doch nochmal überarbeiten. Hey, Dr. Watts, nicht wahr? Danke, dass Sie uns hereingelassen haben. Ja, schon gut. Eva hat das geregelt. Haben Sie herausgefunden, weshalb er zum Mond wollte? Natürlich. Und, was haben Sie alles gesehen? Sagen wir so, das Ganze war ein Haufen schmalziger Käse, der sich von selbst gelöst hat. Ich bin sehr froh, dass ich das miterleben darf. Vielen Dank. Wissen Sie, letzte Nacht habe ich mehrmals gedacht, dass wir Jerry bereits verloren hätten. Ich denke, dass er am Leben festhält, um auf sie bald zu warten. Dann hat er ganz schön viel Geduld. Ich hoffe nur, dass sich das Warten lohnt. Machen Sie schon weiter, Ihre Kollegin wartet. Das ist das erste Mal, dass ich... Wahrscheinlich wird es nicht das letzte Mal sein. Es wird wohl eine Weile dauern, sich daran zu gewöhnen. Ich dachte, von ihr wäre die Aussicht ganz gut. Zumindest gut genug, um den Verkehr zu sperren. Sicher, sogar dann, wenn die beiden real wären. Tja, das ist jetzt wohl der Augenblick, für den wir so lange gearbeitet haben. Bereit für den Start? Ja. Komm hoch zu mir. Warum? Warum nicht? Du wirst mich nicht wieder über den Rand schubsen, oder? Durchaus möglich. Aber die Aussicht ist das Risiko wert. Na komm. Weil ich eines Tages mit einem von ihm Freundschaft schließen werde. Thank you.
Tja. Das war's dann. Ich sagte ja, das Spiel ist sehr emotional, gerade am Schluss. Also ich kannte das Idee ja bereits, aber es macht mich jetzt beim noch selber spielen nochmal ziemlich traurig. Auch wenn es ein schönes Ende war. Aber wie man gehört hat, für Johnny war es vorbei. Ja, was kann ich noch zum Abschluss sagen? Ich hoffe, euch hat das Sonntags-Let's Play mal wieder gefallen. Auch wenn es jetzt nur 12 Folgen waren insgesamt. Also mit den dreien, die diesen Sonntag jetzt gelaufen sind. Also diese Aufnahmesession. Wie gesagt, ich werde als nächstes mit der Bird Story weitermachen. Wobei ich da gar keine Ahnung habe, was mich erwarten wird. Wie traurig es sein wird. Und lustig. Und alles. Ja. Wie gesagt, war mehr eine Visual Novel als ein richtiges Spiel. Und es ist noch nicht ganz zu Ende. Hier ist er. Danke, jetzt geht's spielen, okay? Ich kann immer noch nicht glauben, dass Johnny das Haus einfach so an Lily vererbt hat. Tja, wem hätte es sonst geben sollen? Uns? Wobei es wirklich ein ziemlich mieser Ort für Begräbnisse ist. Wenn es mal einen Erdrutsch gibt, können sie unten mit den Fischen schwimmen. Noch ein bisschen zu früh für Scherze. Nö, dafür ist niemals zu früh. Netter neuer Klingelton. Hallo, Eva hier. Wir sind auf dem Weg. Neuer Patient? Neuer Patient. Dann los. Ja, und Watts mit seinen Kopfschmerzen. Episode 1, To the Moon. Ja, besucht uns auf Twitter oder Facebook. Escape drücken zum Beenden. Ich weiß jetzt nicht, ob das Spiel ganz beendet wird. Deswegen verabschiede ich mich mal hier von euch. Und wir sehen uns dann bei der Bird Story wieder. Oder halt in meinen anderen Projekten. Also, ciao, ciao.